Hallo und herzlich willkommen beim neuen SWS Online Tutorial. Heute wollen wir mal ein bisschen am Planzack arbeiten, ein bisschen am Bodybag. Ich zeige euch ein bisschen hier, wie man auch gerne eine Kombination machen kann, da ja nicht jeder immer einen Partner zur Hand hat, der jetzt die Pratzen hält, wie wir es im letzten Video gemacht haben, sondern dass man auch ein bisschen was am Sandsack machen kann, auch da ein bisschen arbeiten kann. Okay, zuallererst starten wir mit einem ganz einfachen Drill. Wir stehen links vorne. Von hier aus, wir nehmen jetzt erstmal die dicken Handschuhe. Habt ihr dicke Handschuhe, benutzt die dicken Handschuhe, wenn euer Sandsack sehr hart ist. Wie gesagt, verstaucht euch nicht die Handgelenke, bandagiert auch, wenn es weh tut. Ja, wir stehen links vor und ich arbeite jetzt einfach mit einer ganz gewöhnlichen Kombi, die wir jetzt letztes Mal hatten. Jab, Cross, Hook, Cross, Low Kick. Okay? Ganz wichtig ist beim Low Kick, einmal hier, wenn man jetzt sieht, wenn ich einen Kick mache, dass ich nicht mit der Fußsohle treffe, also nicht mit dem Fußspann. Das klatscht zwar schön, bringt aber nichts außer eine Verstauchung, sondern wir wollen wirklich mit dem Schienbein treffen. Okay? Ich starte einfach mal. Okay, nochmal langsam, hier ganz wichtig. Ich muss meine Distanz finden und ich muss ein bisschen rausgehen. 1, 2, 3, 4, Kick. Okay, nochmal. Ich bin hier. 1, 2, 3, 4, Kick. Ich gehe ein bisschen raus und trete richtig schön von hier aus da rein. Ganz wichtig auch bei den Schlägen ist es, hier wirklich seine Schulter zu benutzen. Gerade wenn ich nach vorne komme, die Schulter hier nach vorne. Quasi jetzt, ob ich die Schulter und den Ellbogen in den Sandsack drücke. Dadurch entsteht auch viel mehr Power und so eine Art Stick-Jab. Dann komm hier, merke ich schon, was da passiert, als wenn ich jetzt hier vorne stehe. Ist jetzt rein aus dem Trizeps, sondern jetzt gehe ich mal nach vorne mit dem Stick-Jab. Die Schulter rein, kommt viel mehr hoch. Könnt ihr rein. Ja. Gut, das ist erstmal die erste Kombination. Üb die langsam rein und dann erstmal schön versuchen. Okay. Fängt auch wieder mit dem Jab Cross an. Ich stehe hier, mache ein Jab, Cross, Upper, Cross, Hook, Cross, Low Kick. Okay? Nochmal. Jab, Cross, Upper, Cross, Hook, Cross, Low Kick. Kann man sich schön austoben bei der Übung und auch wieder ganz wichtig von hier aus, den Jab wirklich zu sticken. Also Stick Jab. Bam, bam, ne? Also hier wirklich reinzukommen. Boom, boom. Dann können wir den Upper machen, dann können wir den Cross machen, dann macht ihr den Hook, dann wieder rein, dann der King. Okay? Einmal das Ganze in Real Speed, also reale Geschwindigkeit. Von hier aus, Jab, Cross, Upper, Cross, Hook, Cross, Kick. Und dabei schön explodieren. Fixiert den Sandsack, ich fixiere ihn, gucke und dann irgendwann beginnt es, boom, und ich gehe los. Ne? Das ist die Übung. Jetzt kommen wir zu einem Nahkampfdrill, der auch sehr gut ist, um die Power in den Schultern zu entwickeln. Als nächstes kommen wir zum Infight. Hierbei ist ganz wichtig, dass wir jetzt so ein bisschen die Ellbogen trainieren, auch den Druck der Schulter. Wir können jetzt hier die Kleinhandschuhe anziehen, wir könnten auch ohne Handschuhe machen, aber ich finde immer so leichter Schutz. Man weiß ja nicht, ob man jetzt einen Ellbogen macht, vielleicht nochmal Jab oder Cross. Wir sind immer ganz gut, einen Schutz zu haben an den Händen, aber wie gesagt, die Kleinen reichen jetzt aus. Ist auch viel besser, um den Ellbogen runterzuführen. Ganz wichtig ist, wenn ich mal in der Deckung stehe, dann arbeite ich von hier aus mit der Hand unter der Achsel und drehe meinen Oberkörper. Okay? Ist wie so ein Hook. Ich stehe hier und drehe meinen Oberkörper, drehe meinen Oberkörper. Viele versuchen nur aus dem Arm raus mit Ellbogen zu schwingen. Okay? Der entsteht aber durch den ganzen Körper, durch die gesamte Körperbewegung. Das heißt, wenn ich hier stehe, mache ich meinen Ellbogen und komme hier rum. Okay? Es gibt mehrere Varianten, Ellbogen zu schlagen. Es gibt die Variante einmal horizontal, dann gibt es sie vertikal oder von oben und dann gibt es sie auch diagonal. Diagonal, diagonal. Okay? Welche wir davon machen, ist euch überlassen. Den Druck könnt ihr, wenn ihr ihn horizontal macht, ist mehr halt der Hook. Wenn ihr ihn mehr diagonal macht, ist schon fast
Overhead. Ne? Also der Overhead Punch von mehr oben hinaus. Okay? Je nachdem, wo ihr den Druck, könnt ihr selber mixen, wie ihr das möchtet. Wie ihr meint, ich von mir aus, ich steige ganz gerne den Hook hierbei raus, weil der Hook halt auch bei mir eine sehr große Waffe im Kampf ist. Weil ich habe hier die Power, die den Knockout drin hat, durch den Hook, durch die Drehung, eine gute Körperdrehung. Okay? Gut, fangen wir mal an. Von hier aus, ganz wichtig, ich drücke den Sandsack leicht nach vorne. Ich lasse ihn nicht hier stehen, wie er jetzt ausgependelt ist, sondern ich arbeite mit einem leichten Druck. Ihr könnt auch nicht ausholen jetzt, also nicht jetzt von hier aus, boah, ich hier raus, weil meistens seid ihr hier ja in einem Clinch drin. Okay? Dann gehe ich ja mit einem Double Underhook in den Gegner rein, greife ihn und starte dann meinen Ellbogen. Wenn der Gegner mich jetzt hier greifen würde und ich bin außen, will ich immer nach innen. Das nennt sich Double Underhook. Und von hier aus komme ich dann mit meinem Ellbogen. Okay? Gut, wie das Ganze am Sandsack aussieht, der Drill ist hier. Ich mache es einmal vor. Wichtig, hier immer die Deckung oben zu lassen. Wenn ihr die nicht oben lasst und jetzt hier sowas macht, seid ihr in der Gefahr, getroffen zu werden. Ne? Und von hier aus arbeite ich hier mit der Deckung, Okay, ist ein bisschen schwer von der Koordination her. Übt es langsam, werdet dann schnell. Übt auch Variation von der Größe des Partners, von seiner Untenhaltung. Ihr drückt ihn nach unten, also das heißt, wenn er hier wäre, kommt hier der Ellbogen. Oder aber auch, er drückt sich nach oben weg. Dann müsst ihr den Ellbogen oben platzieren, okay? Das heißt, ich kann so unten üben, kann ihn aber auch oben üben. Unten üben, oben üben. Aus der Dichten heraus. Okay? Gut, soviel dazu. Macht das ein bisschen. 3x3 Minuten und dann habt ihr einen ganz guten Drill, um auch eure Schulter rauszupoppen von mir aus. Weil dieser ist halt auch gutes Training, um halt den Schlag von dem Hook oder dem Jab zu trainieren. Okay. Gut, als nächstes wollen wir natürlich die High Kicks nicht außer Acht lassen. Es gibt drei verschiedene Höhen, in denen wir treten können. Wenn wir mit links vorstehen, üben wir jetzt erstmal die starke Seite, so rechts. Die meisten sind rechts auch automatisch mehr gedient als links. Deswegen nehmen wir erstmal die Seite, aber natürlich heißt es nicht, dass ihr links nicht treten sollt oder nicht dehnen sollt. Ne? Also links ist ein ganz wichtiger Teil, gerade wenn wir hier in der Kombination stehen, 1, 2, 3, 4 treten wir hauptsächlich mit links, nachher den Low Kick, aber auch den High Kick. Ne? Also beide Beine müssten gleich funktionieren. Wir starten von hier aus, wir halten hier einfach mal den Jab in der ausgestreckten und starten dann die erste Höhe. Die erste Höhe ist ungefähr die S-Beinhöhe, also die Pferdekusshöhe. Ne? Von hier aus, ich bin hier. Starte hier. Halte wieder. Jetzt komme ich mit der nächsten. Die nächste wäre die kurzen Rippenhöhe. Ich bin hier. Jetzt drehe ich mich aber ein bisschen raus. Und beim Jab geht hier die Deckung jetzt zurück, weil der kann hier den Schwung rausziehen. Okay. Nochmal. Bin hier. Ja, nochmal. Mithalten. Und dann natürlich die Kopfhöhe. Ja, bin ich hier. Nochmal. Ich bin hier. Halte. Und das Ganze dann noch auf links, okay? Jetzt halte ich die rechte kurz vor und wechsle dann auch hier wieder. Ne? Ich bin hier, quasi als hätten wir einen Jab, Cross, Kick, okay? Oder was wir vorhatten, Jab, Cross, Hook, Kick. Deswegen halten wir die Hände erstmal da. Ist nur eine Vorübung. Müsst ihr natürlich nicht am Gegner her so machen, ne? Okay? Jetzt halte ich den Cross da, mache nochmal einen Low Kick. Das mache ich mit mittleren, also zur kurzen Rippe. Und natürlich der High Kick darf ich. Okay? Den könnt ihr so super üben in drei Variationen. Und so geht ihr dann immer weiter vor. Auf jede Richtung. Okay? Gut, das ist wie gesagt noch ein kurzer Drill. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr kommentiert was. Das, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt. Im letzten Video haben wir jetzt Pratzen gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen Sandsack. Wenn ihr mehr wollt, vielleicht am Partner oder noch ein paar geile Sandsacktrills. Es gibt noch so viel. Sowohl am Sandsack als auch am Pratzen. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Das Abonnieren nicht vergessen. Alles klar, bis dann. Ich mache hier noch ein bisschen weiter.